So, hallihallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Xenoblade Chronicles mit eurem Tiloti wie gehabt und Rutan, da ist er, da ist er. Ich habe jetzt mal kurz rausgesucht im Internet. Er steht hier am Rand dieser Seite und grinst uns scheinheilig entgegen. Die Person, die wir jetzt im letzten Let's Play in der letzten Folge so lange gesucht haben. Hier ist er. Erfreut euch seines Anblickes. Die nochmal genau an, so, noch ein bisschen ranzoomen. Da ist er. Da ist er. Der uns die ganze letzte Folge auf Trab gehalten hat. Da war er wieder weg. Na gut, wir reden jetzt endlich mit ihm, damit wir das endlich abschließen können. So. Oh, was für ein Prachtexemplare. Nicht einmal ein Kratzer. Perfekt. Das war bestimmt nicht leicht, diese Dinger zu besorgen, oder? Ah, da habe ich wohl die richtigen Leute um Hilfe gebeten. Vielen Dank. Hoffentlich konnte ich eure Bitte zufriedenstellend nachkommen. Das war ein voller Erfolg, Melja. Nun können wir mit dem Bau der Lesemaschinen beginnen. Hier, nehmt das hier. Einige kleine Belohnungen für euren tollen Einsatz. Okay, Dankeschön. Nicht der Rede wert. Gut, hätten wir das auch geschafft. Puh, gut. Also, hat uns ja in Schach gehalten, lange genug, der alte Mann. Alter Mann am Ende, ne? Und wir gehen jetzt mal schnell aufs Aerith-Meer. Oder zumindest zum Aerith-Meer. Hier vor Küste von Latel. Und ich muss mich mal kurz wieder hier gemütlich zurücklehnen. Und, ach, bevor ich es vergesse, warte mal einen kurzen Moment. Ich muss mal mir die Heizung aufdrehen. Ist mir scheiße kalt in der Bude. Habe ich vorhin vergessen. Okay, jetzt. Jetzt bin ich da und wir müssen die Crews von Pass töten. Da wir ja anonyme Alkoholiker für Arme heute spielen müssen. Für den einen Nopon, der ein kleines Alkoholproblem hatte. Und ja, dem helfen wir jetzt mal. Dafür müssen wir diese komischen Schalen sammeln. Nicht das gammelige Fleisch, sondern die Schalen davon passt. Die kriegen wir aber leider nur, wenn wir eine silberne Kiste bekommen. Oder halt ganz unwahrscheinlich von den Holzkisten so ein zweifaches Ding. Mal sehen, ob wir das irgendwie hinbekommen. So. Gammeliges Fleisch. Ich weiß nicht, wer es gerade mitgehört hat. Oder wer es mitbekommen hat. Ricky hat gerade über Melja und Charla geredet. Den Anfang habe ich nicht ganz verstanden. Auf jeden Fall war dann die Aussage von Ricky, dass Melja für ihn wie eine Schwester ist. Und Melja gefragt hat, was Charla denn für ihn wäre. Und Ricky nur die Antwort: Naja, Charla ist mehr wie eine Mama. Fand ich gerade extrem lustig. Sagt auch viel über Charla und Melja aus. Großartig. Ach ja, der Ricky ist immer wieder für einen Schmunzler gut. Und wir kriegen die Schalen gerade leider nicht. So wie es aussieht. Sind hier hinten noch ein paar Hornpas? Ne, das sind die Raubs. Und hinten kommt auch kein Hornpaar mehr. Ach Mann, nein, das geht schlecht los jetzt. Ich will, dass es funktioniert, die Folge. Ich will nicht wieder Ewigkeiten durch die Kante laufen und nichts auf die Reihe bekommen. Nee, das will ich nicht. Ah, wo sind die Raubs? Ich will die Raubs. Mal ehrlich. Komm. Gib mir die kleinen Viecher. Ich möchte die in Grund und Boden hauen. Oh nee, ganz ehrlich, ich habe keine Lust, die ganze Folge jetzt wieder mit dem Suchen und Zerstören von unnötigen Viechern zuzutragen. Was am Ende nichts bringt, ey. Ehrlich. Das muss nicht sein. Da gehe ich jetzt lieber zum Berg Wallach und töte die Viecher, von denen ich weiß, wo die sind. Da ist jedem mehr geholfen. So. Den Hirnpaar töten wir noch. Aber falls wir dann nur dieses gammelige Fleisch rausbekommen, dann gebe ich es auf, dann lassen wir das. Und wie sieht's aus? Eine Holzkiste und gammeliges Fleisch. Nee, ehrlich, dann lassen wir das jetzt mal. Ich schaue nur mal ganz kurz in die Mission, ob wir was abschließen können. Alkemod, 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 da ist Alkemod. So, suche nach den Goldkäfer, das war in der Tefra-Höhle. Nein, sagt nein zu Feuerwasser. Weiße Hornpaartöpfe von den Kurshornpaaren. Ja klar, logisch. Ätherrosen.
Was haben wir hier? Selbsterkenntnis. Ich spreche mit einem von den beiden. Das bringt auch noch gar nicht unviele Punkte. Ich schau mal kurz, was sich jetzt eher lohnt. Bergwallack. 3-3, oh ja, das sieht gar nicht so schlecht aus. Zanger, das machen wir jetzt eben. Zanger und Brutane. Die Zanger weiß ich, das habe ich noch im Kopf. Das waren nämlich die, die wir schon gesehen hatten. Bergwallack, das war hier irgendwo unten. Ich glaube hier in der Richtung. Brutane Lager, da müssen wir glaube ich dann als nächstes hin. Mekonnis Wunde. Hier, naja, ist anscheinend irgendwas eingeschlagen. Ich suche aber eher Baumzanger. Baumzanger klingt gar nicht schlecht. Ich hoffe, das waren die richtigen. Bin mir gar nicht so sicher gerade, aber na, was soll's. So. Nochmal schnell unser Zauberarsenal hier abfeuern. Und dann geht's los. So, hier können wir auch mal die Trunks testen, was die genau bringt. Ah, ich glaube, Wind vergiftet die Gegner, wenn ich das richtig gesehen habe. Ist natürlich auch nicht uncool. So, ach nein, Wind hat sie nicht vergiftet, das war wahrscheinlich doch eher Ricky. Aber wieso kann ich das nicht aktivieren jetzt? Strange. Okay, 3 von 5. Ach nein, jetzt habe ich mich gerade daran erinnert, wie das mit Melias Spezialtechnik war. Das habe ich jetzt euch falsch erklärt. Und durch das Abfeuern steigt die Anzeige in der Mitte. Allerdings versetzt das einen Schub für Melia, sobald du das voll ist überhaupt. Man muss es dann nicht aktivieren, sondern es verstärkt halt Melia oder die Zauber an sich. Das Abfeuern füllt es nur. Man kann es nicht nochmal extra aktivieren. Ich weiß nicht, ob dann nach einer bestimmten Zeit aufhört oder erst nach dem Ende des Kampfes. Aber wie es aussieht, ist es halt für den bestimmten Kampf nur aktiv. Und man sammelt halt von Kampf zu Kampf, beziehungsweise wenn man es nicht voll hat, dann halt dann permanent, bis man es im Kampf einmal aktiviert und voll hat. Oder voll hat und aktiviert, so rum wird es mehr Sinn machen. So. Also ich muss sagen, mit Melia ist so Medic-Spielen oder zumindest Unterstützer-Spielen gar nicht so uncool. Das macht echt Fun. So, die Baumzange haben wir erledigt. Dann begeben wir uns mal zum Brutan-Lager. Das ist hier unten. Also kommen wir wahrscheinlich hier aus der Richtung am besten. Ich glaube, in der Richtung war's. So. Irgendwo da. Irgendwo da. Hier kommen wir nicht hoch. Bin ich ja richtig? Nee, ne? Ach nein, das ist schon ein Stückchen weiter runter. Ich wollte schon sagen, da können wir nämlich nicht hin. Dann hätte ich jetzt nämlich erstmal ewig suchen müssen. Das hätte ich aber auch blöd gefunden. So, was haben wir da? Ein Cessna Fliffy. Halt, stopp. Wir hatten irgendeinen Fliffy als Mission. Ich weiß nur gerade leider nicht mehr welchen. Ob Cessna oder die anderen. Ach nee, das ist Schwertal. Monster Mission. Ein Cessna Fliffy. Oh, gut. Das ist naheliegend, dann können wir den jetzt auch erledigen. So. Nochmal alles abgefeuert. Fix. Und schon ist der Trunks wieder aktiviert. Ist natürlich gar nicht uncool. So, ach so, natürlich gegen. Das haben wir jetzt natürlich nicht viel Chancen, wenn Shaik nicht mit dem Team ist. Wir können es nur so irgendwie versuchen, ein bisschen abzusprechen. Wir könnten Schala mal warnen. Und das hatten die so. Heilen, heilen eines Gefährten. Schläfe den Feind ein. Ob das funktioniert? Ah, es hat funktioniert.
Zumindest hat's verzögert und jetzt greift ins Neue. Na gut, okay. Können wir den jetzt auch zum Schlafen bringen? Das klappt ja echt cool. Naja, gut, okay. Es klappt zwar, dass wir den mit dem einen Angriff aufhalten, aber dann kommt die Zeile hier immer wieder etwas Neues angezeigt. Es gibt ein Quest, wo man... Also kein Quest, sondern so eine Trophäe. Wo man jede Menge von den Zeitleisten zerbrechen muss oder eben verhindern muss. Das kann man, glaube ich, so ziemlich gut sammeln, aber es ist echt eher nervig gerade, als dass es was bringt. Wir können natürlich auch versuchen, ein paar Trophäen zu machen. Ich weiß nicht, ob das so gut funktioniert. Aber das bringt ja auch ein paar Punkte. Und halt, stopp, nein, wir müssen den mal hier aufs Sand locken. Kommt her, kommt her, kommt her, kommt her. Sonst wird uns nämlich hier die, unser Reward. Wie heißt denn das in Deutsch? Unsere Belohnung verloren gehen. Ah, nein, das ist ein K.O. Helft uns. So. So, mach sie alle. Was? Nein, Ricky lebt nicht mehr. Fuck, 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 fuck. Jetzt wird's dünner. So, greif an. Zack. War ja gar nicht mal so so ungefährlich gerade der Kampf. So, aber wir haben wieder Sympathie bekommen. Das ist schön. Und hier müsste es die Brutanhöhle sein. Oder das Lager, wie sich das genannt hat. Nochmal schnell geschaut. Brutanlager. Halt, stopp. Ach nee, doch, das, ja, okay. Ich dachte, dass dieser Durchweg da wäre, das... Noch einer? Ach, da hätten wir den gerade ja gar nicht machen brauchen. Naja, gut. Ja, der Fliffy bringt auf jeden Fall viele Punkte. Also, das ist, glaube ich, gar nicht zu verachten jetzt. Wenn ich das vorhin richtig gesehen habe, dann waren es 12.000 Punkte, die wir für den Fliffy bekommen haben. Ist natürlich fast so viel wie für den einen Quest von Rutan. Naja. Hätten wir uns das vorher auch sparen können, aber okay. So bekommen wir wenigstens ein paar Sympathien in dem Gebiet, was uns neue Quests ermöglicht und die bringen dann wahrscheinlich mehr Punkte ein. Also hatten alles Hand und Fuß, was wir jetzt gemacht haben. Hat natürlich alles ein bisschen zu viel Zeit gekostet. Das gebe ich zu, die letzte Folge, das war einfach nicht so erfolgreich, wie ich es mir gehofft habe. Und brauche ich mich auch gar nicht für verteidigen, das war echt mein Fehler, dass wir uns da so lange mit dem Suchen verrannt haben. Und naja, gut. Zumindest habe ich da keine zwei Folgen draus gemacht aus der 30-Minuten-Folge. Und ich glaube, solange das nicht ausgenutzt wird, dass ich das irgendwie die Länge ziehe mit noch einer Folge und so, dann ist es, glaube ich, gar nicht so schlimm. Also, naja, was soll's. Ich hoffe, ihr vergebt mir, dass ich das so ausgenutzt habe. Oder dass ich halt die Folge so angemacht habe. Ein Vortex. Ich will nicht sterben. Ey, gegen die Fliffy ist echt dünn, muss ich sagen. Ist gar nicht so einfach wie gedacht. Das ist blöd. So, vielleicht kriegen wir noch... Ja, wir kriegen noch K.O. Schöne Sache. Und ich glaube, genau das bringt auch sehr viel Sympathie zwischen den Charakteren. Und das ist natürlich auch echt wichtig. Allein schon für die Gespräche, die natürlich... spieltechnisch echt wichtig sind, beziehungsweise auch fürs Kämpfen eben, dass die Ketten länger werden. Und ich glaube, die Heilungen funktionieren dann auch besser. Und hä? Oh nö. Das Lager ist doch dort oben. Ah! Kack! Nein! Ach, verdammt. Kommen wir jetzt besser, wenn wir schwimmen? Ja. Oh! Es läuft einfach nicht. Es läuft nicht. Das ewige Suchen und dann bin ich trotzdem falsch. Bitter. Echt bitter. Aber es ist auch Tag. Die kommen doch bestimmt tags raus, oder? Nicht, dass sie nur nachts rauskommen und dann hier alles nachts über von Brutan bevölkert ist. Hä? Wo soll das bitte sein? Hier sind die Zanger. Hm.
Hier sind auch keine Brutane, wie ich das sehe. Da ist nur einer von diesen Enmar-Königen. Wo zur Hölle soll das sein? Hier ist die Höhle. Ich kann mich daran erinnern, dass wir ja auch schon mal durch sind. Oder zumindest eine ähnliche Höhle. Mysteriös. Jetzt kommen wir hier raus und hier ist auch nichts von wegen Brutane. Wo soll das sein? Da oben. Da oben. Wie kommen wir da hin? Wartet mal, ich schau nochmal schnell auf die Karte. Irgendwo muss es doch dort einen Weg hochgeben, oder nicht? Hier drüben. Geht's da hoch? Ja, da geht's hoch. Oh, cool. Oh, bloß gut. So, und hier müssten jetzt die Brutane leben. Wenn das Spiel mich sonst nicht treuen will. Fuchsia Bogen. Nee. Was für welche müssen wir überhaupt erledigen? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ich hoffe, es waren die Bogenbrutane. Aber Bogen waren, glaube ich, die Kutteln, die wir in der letzten Folge besiegen mussten. Ja, es ist natürlich ziemlich blöd. Wo zur Hölle sollen dann die anderen sein? Kommen die vielleicht nachts raus? Ich bin mir gar nicht sicher. Das werden wir mal machen. Ne, wir haben ja in der Nacht gegen die Viecher gekämpft vor uns, oder? Wir haben jetzt zwar den Brutan-Hort gefunden. Ah, Quatsch. Ich will doch nicht die Leute ansehen. Aber... ich weiß leider nicht. Streitaxt-Brutane. Nein! Bogen, Streitaxt. Och gut, zum Glück. Hätte ich jetzt nämlich nicht gefunden, wäre das echt für ein Arsch gewesen, ey. So. Nochmal fixt. Zauber abgefeuert. Oh, 5 von den Streitaxt-Brutanen. Ich glaube, das bringt wenigstens ordentlich Punkte. So. Aber ich hoffe, hier sind auch genug von den Brutanen da, weil wenn nicht, dann haben wir ein dezentes Problem. So, den ersten Streitaxt-Brutan. Na toll, einer von 5, ey. Ist ja nicht so, als ob der schon lange genug gedauert hätte. Na, was soll's. Aber ich glaube, die bringen auch viele Punkte. Oder? Würde mich jetzt interessieren. Ich muss nur darauf achten, sobald ich Punkte von den Kämpfer erhalte. 200. Naja, gut, okay, ist nicht so viel. Ich hätte jetzt ein bisschen mehr erwartet. Aber eine goldene Kiste haben wir bekommen. Generalramme und Desasterkanone. Beides wahrscheinlich für Ryan. Bogen. Fuchs, ja. Nee. Geht mal weg. Lass mich mal in Ruhe hier. Was haben wir unten? Streitaxt und Bogen. Na gut, okay. Die schon eher. So. Ah, jetzt habe ich verstanden, was Siki gesagt hat am Anfang. Wer das mal mitgehört hat oder beobachtet hat, ne, beobachtet ist schlecht gesagt, aber wer das jetzt mal mitgehört hat, Ricky sagt am Anfang, Sidekicks try hard.
Ich weiß gerade nicht, was der Begriff für Sidekick ist. Ich, irgendwie so Helferlein oder sowas wahrscheinlich. Irgendwie sowas in der Richtung bedeutet es auf jeden Fall. Ich kenne das deutsche... Na, Helferlein passt wahrscheinlich am besten. Aber er sagt Sidequest try hard. Also Sidekicks. Also, also Helferlein, strengt euch an. Das ist natürlich schon wieder so ein Macho-Spruch von Ricky, der echt zu dem passt. Wie er einfach mal alle anderen als Sidekicks oder als Helferlein von ihm bezeichnet. Ach, das ist schön. Passt aber voll zu Ricky, dem großen Helden von... Das ist ja süß. So, den zweiten Streitachs-Brutan. Ich glaube, das muss ich jetzt die Folge auch noch beenden, den Quest. Ich meine, den Quest abliefern kann ich beim nächsten Mal. Obwohl, das eigentlich auch gleich hier. Also, na, den Zeitquest machen wir auf jeden Fall jetzt noch zu Ende in der Folge. Das ist halt ein bisschen länger, das kann nicht schaden für die Zeitquest-Folgen. So. Die beiden Truhen. Was haben wir da? Berg Liebesch. Der ist nicht mein Ziel. Ich verstelle mal die Tageszeit. Vielleicht kommen die dann wieder. Weil theoretisch spawnen tags und nachts unterschiedliche Gegner. Aber ich glaube, das passiert hier gerade eher nicht. Das ist ja blöd. Das ist ja blöd. Nochmal Zeit verstellen. Vielleicht bringt es das ja. Ist ja schon immerhin einen Tag später. Aber leider nicht. Blöd. Blöd, blöd. Und was sagt die Zeit? 21 Minuten. Ich glaube, ich beende die Folge und in der nächsten Folge geht es dann weiter mit Brutan smashen. Weil wenn man das Spiel beendet und neu startet, dann kommen ja die Viecher auch immer wieder. Ich glaube, dann kommen wir am besten auf jeden Fall damit. Also, ich beende jetzt hier die Folge und beim nächsten Mal geht's weiter mit Streitaxt Brutan grillen. Oder smashen oder klappbatschen oder ach, was weiß ich denn. Auf jeden Fall in der nächsten Folge hoffe ich, dass ich euch alle wieder begrüßen darf. Und dann geht's weiter mit den Sidequests. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend, Tag, Morgen, wie auch immer. Und bis zum nächsten Mal. Tüdelü.